ihr seht, wir sind relativ allein am Supercharger. Besser gesagt, einfach ein Tesla ist hier plus mir. Und das ist optimal doch für unseren Test. Ich wollte euch heute schnell mal zeigen, oder besser gesagt langsam mal zeigen, wie zügig oder wie langsam das Tesla Model X90D mit Jahrgang 17, schon das Facelift-Modell, wie schnell das zu einem noch ladet. Wir haben aktuell statt am Supercharger in Rubigen. Ich habe eine Restreichweite noch von 5 km. Das heisst, wir sind gemäss Anzeige bei 1%. Wir schauen jetzt einfach mal, wie lange das geht. Von 1% bis auf 90% müssen wir heute mal laden. Viel Spass! Voran, also bevor wir jetzt an die Ladestation sind, etwa 40 km mit dem Fahrzeug gefahren. Der Akku ist also so weit warm, er zeigt auch keine Einschränkungen an. Von dem her sollte er eigentlich mit voller Leistung können laden. Wir haben aktuell 8 Grad draussen. Das Auto ist gleich noch staubig. Und wir laden jetzt auf 7 km geladen mit 64 kW. Da hoffe ich dann, das ist meistens so, wenn man so weit unter ist mit der Reichweite oder mit der Ladung, dass der dann hier noch so ein bisschen, ja, wird schon langsam schneller, ja, oder wieder langsamer. Wir schauen in ein paar Minuten nochmal, ob das noch ein bisschen hochgeht, also hoffe es. Mittlerweile ist scheinbar die Batterie ein bisschen wärmer geworden. Jetzt 40 km Restreichweite, die er davon geladen hat, aus jetzt bei 110 kW, die er hier reinlässt in die Batterie. Verbleibende Zeit 55 Minuten. Wenn man die paar Minuten zurechnet, die er jetzt schon am Laden ist, dann müsste man so gut mit einer Stunde rechnen. Von 1% auf 90%. Wir schauen mal, ob das stimmt. So, wir sind nach rund 56 Minuten sind wir bei 302 km Reichweite, wo er wieder nachgeladen hat. Das sie schaut nach das da schnell um von Anzeige her in Prozent 86%. Er zeigt da noch 10 Minuten, dann sollten wir echt die 90% erreicht haben. Melde mich später noch einmal. So, wir haben die 90% haben wir erreicht. Das nach 1 Stunde und 4 Minuten. Stimmt also auch relativ genau die Anzeige, die Tesla da macht, die man im Display hat, wenn man den Ladevorgang startet, wie lange das geht, bis man die eingestellten Prozent erreicht. Ob das für ein 5-jähriges Auto ein guter Wert ist von 1 bis 90%. Das sind übrigens, ich muss da schnell schauen, 320 km Reichweite. Dass man für das 1 Stunde und 4 Minuten braucht, ob das jetzt zum Nachladen, ob das jetzt noch zeitgemäß ist oder nicht, sei dahingestellt. Geht sicher besser, habe ich das Gefühl. Und wird sich sicher in den nächsten Jahren auch noch ziemlich weiterentwickeln. Merci fürs Zuschauen und einen schönen Tag.